Hallo ihr Lieben, da bin ich endlich wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte so viele Videos auf meiner To-Do-Liste, die ich für Weihnachten für euch drehen wollte und habe es leider nicht geschafft, weil mir so viele Projekte dazwischen kamen. Kann ich jetzt leider nicht ändern, aber jetzt habe ich gerade ein kleines Zeitfenster und dachte, das nutze ich mal und zeige euch zumindest noch ein paar schnelle Weihnachtsgeschenk-Einpack-Ideen, die wirklich schnell und einfach sind und trotzdem was hermachen. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Als Geschenkpapier nehme ich grundsätzlich immer Packpapier. Das ist für mich am optimalsten, weil man kann es einfach gestalten, wie man es gerne haben möchte und kann auch das mal für Geburtstage oder sonstige Geschenke nehmen, nicht nur für Weihnachten. Also das finde ich einfach am besten und am flexibelsten. Es sei denn, es gibt Geschenkpapier, wo Sterne drauf sind. Da komme ich dann nicht drum rum. Das kaufe ich dann auch noch. Aber ansonsten habe ich eigentlich kein Geschenkpapier so für Weihnachten speziell da, sondern wie gesagt, macht das alles selbst gemacht mit gestalteten Geschenkpapieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für das erste Einpackprojekt braucht ihr solche Sternstempel. Also die zwei habe ich jetzt hier zum Beispiel bei der Wanda gekauft. Da guckt einfach mal im Internet, gibt mal Stempel Stern ein und dann kriegt ihr da ganz viele tolle Angebote. Oder wenn ihr das nicht habt oder sagt, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp, um das noch zu bestellen, dann könnt ihr das auch einfach aus dem Radiergummi euch selbst machen oder aus so einem Bleistift. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar malt ihr euch einfach eine Sternform schön dick mit Bleistift auf ein Stück Papier. Dann nehmt ihr euren Radiergummi. Dann erstmal das Papier. Am besten sind so diese weißen Radiergummis, die funktionieren da am besten für. Und dann legt ihr eure Vorlage so auf und reibt einfach ein paar Mal mit dem Stift über das Papier. Und dann hat sich euer Motiv auf den Radiergummi übertragen. Und dann nehmt ihr einfach ein Cuttermesser. Also ich teile mir den jetzt erstmal. Und dann schneidet ihr einfach so ein paar Millimeter ein auf die Kontur eures Sterns. Und dann geht ihr mit dem Cutter her und schneidet das so ein bisschen drumherum, die Vertiefung raus, sodass nur das Motiv von dem Stern da stehen bleibt. Dann habt ihr schon mal so ein kleinen Sternstempel. Und wenn ihr noch einen kleineren haben wollt, sowas wie ich hier auch habe, dann nehmt ihr einfach so einen Bleistift mit so einem Radiergummi hinten dran. Dann könnt ihr euch euren Stern aufmalen und dann schneidet ihr einfach auch wieder wie eben schon bei dem großen Radiergummi hier einfach die Konturen ein paar Millimeter ein und holt dann auch den Rand raus, sodass nur noch das Sternmotiv stehen bleibt. Also ich möchte jetzt hier dieses Buch anpacken. Nehme ich mal kurz die Marke. Dann schaue ich mal, wo die Mitte nachher ist. Ihr könnt auch das ganze Papier bestempeln, wie ihr das möchtet. So, und dann habe ich ja jetzt hier meine Abformung von meinem Geschenk, sodass ich auch weiß, wo ich hinstempeln muss. So, und dann können wir das noch weiter verzieren. Zum Verpacken nehme ich immer diese ganz normalen Kordeln oder hier gibt es ja auch so diese, ich glaube, Wurst-irgendwas-Kordel, keine Ahnung. Diese rot-weiß gestreiften, die sind auch immer ganz hübsch und mit denen kann man das einfach ganz nett dann verpacken. Und dann gehe ich einfach her und wickele die Kordel ein paar Mal drumherum. Ich fixiere sie mir einfach auf der Rückseite mit einem kleinen Klebestreifen. Und verknoten. Ihr könnt auch hinten den Knoten machen. Ich
mache ihn vorne, weil ich da noch was dranhängen möchte. So, und ich fixiere mir dann immer ganz gerne noch mal so ein bisschen Naturmaterial. Ich habe hier so einen kleinen Zapfen. Den ich mir an das Ende von der Kordel einfach dran klebe. Und obendrauf kommt noch ein kleiner Stern. Und so schnell ist die erste Verpackung schon fertig. Ich mag das total gerne, weil es eben ganz schlicht ist und ich unheimlich gerne mit solchen Naturmaterialien auch dekorieren. Und es geht, wie gesagt, wirklich fix und ich finde, es macht was her. Also gehen wir zur nächsten Verpackung. Für die nächste Idee habe ich mir einfach aus Pappe so einen Kreis ausgeschnitten und das lege ich mir jetzt aufs Geschenk und dann geht es auch schon los mit dem Stempeln. Hier möchte ich mir jetzt solche Eiskristalle draufstempeln. Und das stempel ich mir einfach hier nochmal über diesen Kreis hinaus auf. Und hier habe ich noch einen kleinen Eiskristall. So, und wenn ich genug gestempelt habe, dann ziehe ich das einfach ab. Und dann habe ich da eine wunderschöne runde Kugel. Und fertig ist meine Weihnachtskugel, der ich jetzt noch eine hübsche Schleife verpasse. Und fertig ist die Schleife und damit die Verpackung Nummer 2. Und auch hier verziehe ich noch ein bisschen weiter. Hier möchte ich noch so ein Band drumherum machen, damit das noch ein bisschen netter aussieht. Und auch hier verziehe ich wieder mit Naturmaterialien. Hier einfach ein paar Zweige abgeschnitten. Jetzt mit einer Kordel einfach zusammenbinden. Und schon sind wir auch mit der zweiten Verpackung fertig. Kommen wir zur Verpackungsidee Nummer 3. Dafür habe ich das Geschenk schon eingepackt, ganz normal in mein Packpapier und dann geht's weiter. Dafür möchte ich mir ein paar Punkte auf das Papier machen. Und das geht am einfachsten, wenn ihr so einen Bleistift nehmt mit so einem Radiergummi hinten dran. Und dann einfach in Stempelfarbe tupft und dann ab auf euer Papier. Und dann habe ich hier so ein rotes Sternpapier und das falte ich mir erstmal. Zweimal nach innen. Und drehe es um. Und falte das nochmal so. Und das wickele ich jetzt einfach um mein Geschenk. Nicht wundern, hier ist das schon umwickelt, weil da ging die Kamera aus. Und das habe ich leider nicht gesehen. Also das wickelt ihr dann einfach so drum. Fixiert es hier mit einem Klebestreifen. Dann packt ihr das hier unten einfach wie ein normales Päckchen ein. Und dann ist das auch nochmal ganz hübsch verziert. Dann fixiere ich mir auch hier wieder so ein Band. Und fixiere ich mir damit das Kleber. Dritte Verpackungsidee fertig. Was ich auch sehr gerne mache, ist solche Papiertüten verwenden. Kann man super, wenn man vielleicht irgendwie Plätzchen oder irgendwas selbstgemachtes, Marmeladen oder so verschenken möchte. Dann ist das auch eine schöne Sache oder eben für Kleinigkeiten. Und wie das Ganze ich jetzt einpacke, das zeige ich euch jetzt. Das Geschenk verpackt habe, dann knicke ich hier oben mit dem Teil mal ein. Knitten wir den schon mal. Und dann gibt es ja hier diese Tortenspitzen. Die kriegt ihr ja zum Beispiel bei Müller oder im Ideemarkt oder so. Und das werde ich mir jetzt hier oben so drüber kleben.
Und dann nehme ich mir einfach einen Klebestift und streiche die Rückseite des Papierspitzendeckchens so ein bisschen an. Und dann geht das Ganze ab auf die Tüte. Und streiche das auf der Rückseite. Klebe ich das einfach mit an. Und dann schneide ich mir die Tüte hier noch ein bisschen zurecht, weil das sieht sonst ein bisschen blöd aus. So, und weil an Weihnachten ein bisschen Glitzer auch nicht unbedingt fehlen darf, habe ich mir hier so einen Streifen, der ist ungefähr 3 cm breit, so einen Glitzerkarton ausgeschnitten. Und den klebe ich mir jetzt einfach hier so drumherum. Und dann gibt es ja hier so einen schönen Stempel, Handmade with Love. Den habe ich entweder im Depot oder bei Idee gekauft, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die gibt es ja inzwischen wirklich überall. Und dann habe ich mir so einen runden Tag ausgeschnitten und da stempel ich das einfach jetzt drauf. So, und dann habe ich mir nochmal was Rundes ausgeschnitten aus dem Karton und da klebe ich jetzt einfach mein Handmade with Love drauf. So, und das Ganze klebe ich mir jetzt hier so drauf. Und wer mag, kann natürlich hier dann auch wieder mit Naturmaterialien arbeiten und auch noch ein paar Zweige dazu stecken. Das sieht natürlich auch ganz süß aus. Und dann haben wir auch die vierte Verpackung fertig. Geht auch ganz schnell. Das nächste Geschenk habe ich schon eingepackt und dann habe ich hier so eine Wellpappe. Und die lege ich mir einfach drumherum und fixiere mir die auf der Rückseite. Und dann finde ich auch mal eine ganz nette Idee, einfach eine Kerze mit dazu packen. Ein, zwei Zweige, vielleicht habt ihr noch so ein paar Bärenzweige oder sowas. Ein bisschen Weihnachtsschmuck, was auch immer ihr habt. Und dann das Ganze einfach mit einer Kordel fixieren. Hier einfach ein paar Mal drum umwickelt. Vielleicht hier noch ein bisschen Weihnachtsschmuck dazu, der so reinhängt. Und dann wäre das mein Verpackungsvorschlag Nummer 5. So, das waren meine 5 Verpackungsideen für eure Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, es war die ein oder andere inspirative Idee für euch dabei und es hat euch gefallen. Leider weiß ich jetzt nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, ein Video zu drehen, noch so vor Weihnachten. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ich probiere, ich gebe mein Bestes. Falls ich es nicht schaffen sollte, wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal wunderschöne Weihnachten. Genießt die Zeit, lasst euch reich beschenken, habt viel Spaß mit eurer Familie und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.